Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Legung hier auf dem Kanal. Ja, mein Name ist Julia Aurelia und ich habe überlegt, wir machen mal eine Stapellegungen. Für all diejenigen, die sagen, Stapellegungen mag ich gar nicht, für euch gibt es ja noch die ganzen anderen Legungen hier auf dem Kanal, aber ich weiß, dass der ein oder andere von euch tatsächlich gerne Stapellegungen mag und für die ist jetzt auch eben genau diese Legung. Heute gehen wir rein in das Thema dein nächster Partner. Sprich, du bist gerade Single und du fragst dich, hey, was werden denn so die wesentlichen Charaktereigenschaften sein von deinem neuen Partner? Eigenschaften, Charaktermerkmale, was ist die Lernaufgabe oder das Hindernis, was du noch vor dir hast, bevor du die wahre Liebe findest? Welche Veränderungen du vornehmen kannst in deinem Leben, um eine erfüllende Beziehung anzuziehen und wie, wann oder wo wirst du deinen neuen Partner treffen? Du siehst ganz viele Karten hier vor mir und ich würde sagen, wir starten mit den Karten. Du darfst dich jetzt entscheiden, ob du Legung Nummer 1 möchtest. Für die Legung Nummer 1 habe ich diese tollen Malachitsteine von meiner Mutti. Ja, da werden wir reingehen in Legung Nummer 1. Wenn du dich also zu diesem tiefen, mystischen Grün angezogen fühlst, dann schau doch unten in den Zeitstempel für Legung Nummer 1. Wenn du sagst, nee, hier, guck mal, was ist das denn? Dann sage ich, das ist ein... Tatsächlich ist er als Smoky Quarz verkauft worden, also Rauchquarz, wobei der wenig rauchig ist. Weshalb ich schon dachte, na, es ist doch ein normaler Quarz, aber was man hier drin sieht, ist tatsächlich, das funkelt wie ein Universum da drin. Also es ist ein ganz, ganz toller Stein, den ich schon seit Ende 2018 habe. Und wenn du dich zu diesem Stein hingezogen fühlst und sagst, oh, unter diesem Stein werde ich jetzt all die Infos für meinen zukünftigen Partner finden, dann klickst du unten im Video auf Stapellegung Nummer 2. Und was haben wir hier? Da haben wir meine, ach, wie sagt man es denn auf Deutsch? jetzt fällt es mir gerade witzigerweise auch nicht auf Englisch ein. Flame. Oh mein Gott, ihr Lieben. mir fällt tatsächlich gerade das Wort nicht ein. Es ist in meinem Gehirn quasi vor mir, aber es ist in einem Nebel. Auf jeden Fall hier in einem kräftigen Orange. Mensch, wie heißt denn diese Flamme nochmal? Ist es nicht abgefahren? Ich komme gerade nicht drauf. Wie auch immer, du siehst diesen Stein und wenn du dich zu diesem Stein hier hingezogen fühlst, dann klickst du jetzt einfach auf Stapel, Zeitstempel für den Stapel Nummer 3. In diesem Sinne, tune dich nochmal ein, fühl nochmal rein. Der erste intuitive Impuls ist meist der richtige. Du kannst gerne dieses Video auch kurz noch auf Pause machen, um dich reinzuspüren. Und ich werde dann einmal für jeden Stapel die Karten ziehen. Ja, ich habe die Karten tatsächlich in einer ganz besonderen... Ja, für ganz besondere Aspekte hier. Wir sehen hier die Lernaufgaben. Hier habe ich alle großen Arcana-Karten und alle Hofkarten, um Eigenschaften und Charaktermerkmale deiner neuen Person zu zeigen. Hier sehen wir, wie gesagt, die Lernaufgaben, die du noch vor dir hast. Wir haben hier noch ein paar weitere Informationen, etwas, was du als Single jetzt wissen solltest, was wichtig ist. Gerade mit dem Lenormand schauen wir dann auch so ein bisschen in Zeiten rein. Und mit dem Tarot schauen wir uns dann natürlich auch noch ab, welche Veränderungen du vornehmen kannst und ziehen auch noch mal ein paar Karten zu, wie, wann oder wo du deinen neuen Partner kennenlernen wirst. Also, lass uns mal starten. Ich möchte als erstes 3 Karten ziehen für die wesentlichen Charaktereigenschaften, Charaktermerkmale und Eigenschaften von deinem neuen Partner. Upp, da kommt schon einer raus. Für all diejenigen, die gerade sich hingezogen gefühlt haben zu diesem tiefen Grün. Was sind die Charaktereigenschaften? Was sind die Charaktereigenschaften von dem neuen Partner? Ich ziehe erstmal alle Karten, weil du kannst es gerne auch dementsprechend überspringen. Aber ich ziehe erstmal alle Karten, damit wir wirklich
hier dann, wenn das Reading startet, dass wir wirklich in eins durchgehen können. Welche Lernaufgaben hast du vielleicht, da bist du gerade dran oder hast sie auch noch vor dir? Was wird noch wichtig sein? Auch hier ziehe ich 3 Karten. Was sind noch so die Lernaufgaben? Was ist das, woran diejenigen, die sich hingezogen haben zu den grünen Steinen, was ist das, woran noch gearbeitet werden darf oder was diese Person jetzt wissen sollte? Für die Orakelkarten habe ich einmal von Rebecca Campbell die Healing, das Healing Water Oracle. Da gibt es jetzt jeweils eine Karte von den Karten von Rebecca. Eine Zusatzbotschaft bitte. Was ist wichtig? Was ist wichtig? Was ist jetzt wichtig für diejenigen, die den ersten, das Steinpaar eigentlich ja gewählt haben in einem tiefen, magischen, mystischen Grün? Bezogen darauf, dass sie einen neuen Partner anziehen wollen. Diejenigen, die zuschauen, sind gerade Single. Welche Botschaften sind wichtig? So. Welche Veränderungen kann die Person, die jetzt eingeschaltet hat für Legung Nummer 1, vornehmen im eigenen Leben, um eine erfüllende Beziehung anzuziehen? Was ist das, was die Zuschauer für Stapel Nummer 1 tun können? Auch hier ziehe ich 3 Karten. Was sind quasi noch Wege, die du noch gehen wirst, um in diese neue Beziehung zu finden? Ja, und dann möchte ich noch ein paar weitere Informationen haben, die wir jetzt hier direkt anknüpfen. Und zwar, wie, wann oder wo wirst du deinen neuen Partner treffen? Und da ziehen wir auch wieder 3 Karten mit dem Tarot. Und wir ziehen auch noch 3 Karten mit dem Lenormand. Was sind die Botschaften? Umgedrehte Karten nehme ich hier übrigens nicht in dieser Legung. Das heißt, es wird alles gleich wieder aufrecht gedeutet. So, und dann noch die Lenis, die natürlich auch immer eine Zahl drauf haben und uns dementsprechend Hinweise geben können über Monate, über Zeiträume. Wie, wann oder wo werden diejenigen, die Stapel Nummer 1 gewählt haben, ihren neuen Partner treffen? 1, 2 und 3. Na dann, lass uns starten mit den Karten. Was haben wir denn hier? So, Moment. Spannend. Okay. Also, es könnte sein, dass deine Person eine Jungfrau ist oder Aspekte in Wasserzeichen oder Luftzeichen hat. Luftzeichen wären Zwillinge, Waage und Wassermann. Wasserzeichen wären Fische, Krebs oder Skorpion. Das müssen nicht die Sternzeichen sein, aber das sind jetzt so die Aspekte, die wir hier einmal haben. Was bedeuten diese Karten denn? Jemand ist hier wirklich so ein bisschen auf der Selbstfindungsphase. Es kann sein, dass deine Person auch jemand ist, der wirklich gut alleine sein kann, der vielleicht die Stille und die Einsamkeit auch wirklich hin und wieder braucht, um aufzuladen. Das wiederum könnte bedeuten, dass deine Person vielleicht sehr introvertiert ist. Ich kriege auch rein, auch spannend jetzt in dieser Kombination, jemand, der vielleicht wirklich auch gerne mal allein im Wald spazieren geht, der die Stille genießt, der das genießt, wirklich auch so diesen Alltag und das laute Außen abzuschalten. Diese Person könnte sehr spirituell sein, könnte sehr viele Erfahrungen gesammelt haben. Ne? Denn hier der Archetyp des Eremiten ist ja auch der alte Weise. Was jetzt nicht bedeutet, dass die Person zwingend alt ist, aber vielleicht ist deine Person sehr reif oder sehr weise aufgrund der Erfahrungen, die er oder sie bereits gesammelt hat. Sagte ich das gerade schon, jemand könnte hier sehr spirituell sein, auch mit dem Prinzen der Kelche. Spirituelle Meditation, spirituelle Praktiken, das wäre ebenfalls etwas, was deine Person hier ausüben könnte. Lass mich nochmal reinfühlen in den Eremiten, bevor wir in die anderen Aspekte gehen.
Was ich sehr spannend tatsächlich finde, ist, dass wir sowohl die Königin der Schwerter hier haben, als auch den Prinzen der Kelche. Und das ist insofern eine schöne Kombination, weil wir jemanden haben, der sehr gefühlvoll ist, sehr romantisch, sehr liebevoll ist. Jemand könnte wirklich auch noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Rosen könnten da sein, könnten eine Rolle spielen oder du könntest Blumen geschenkt bekommen. Jemand könnte sehr aufmerksam sein, dir sehr zuhören. Aber auch eine Person, die doch noch sehr verträumt ist. Sehr verträumt, aber gleichzeitig mit der Königin der Schwerter auch jemand, der, ja, wie sagt man so schön, wie drückt man das jetzt vernünftig aus? Jemand, der auch mal auf den Tisch schauen kann und sagen kann, hey, das sind meine Grenzen, so und so, das funktioniert für mich und das nicht. Sprich, jemand, der wirklich klar und deutlich spricht, der gelernt hat zu kommunizieren, der gelernt hat, sich nicht selbst zu unterdrücken und der klare Worte sprechen kann mit der Königin der Schwerter. Manchmal kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen hart sich anfühlt, weil die Königin der Schwerter spricht auch unangenehme Themen an. Also diese Person scheut sich nicht, unangenehme Themen anzusprechen. Aber ich habe das Gefühl, diese Person spricht, also warum das so ist, ist aus Erfahrung. Weil grundsätzlich wir diese Person nach wie vor noch verträumt sehen, romantisch sehen. Das ist alles noch Teil dieser Person. Und vielleicht hat diese Person auch große Träume und ist auf irgendeiner, das könnte auch sein, einer spirituellen Reise. Oder jemand ist sehr künstlerisch, vielleicht ein Musiker, das wäre eine Möglichkeit. Ne? Unter den Kelchen fallen auch diese ganzen Künste, Musik, Malen oder eben auch die Spiritualität. Oder ansonsten fällt es einfach eben, wie gesagt, darunter, dass die Person doch auch noch sehr, sehr, sehr romantisch veranlagt ist. Aber wie gesagt, die Königin der Schwerter ist jemand, die sagt, hey, ich bin lieber alleine als in schlechter Gesellschaft. Also da wäre jemand auch ganz ehrlich. Diese Person ist ehrlich und sagt, auch wenn Dinge irgendwie nicht passen. Also mit der Person würde ich sagen, brauchst du keine Angst haben, dass da plötzlich irgendwie was hochkommt, wo du denkst, oh Mensch, wieso hast du das nicht vorher gesagt? Nee, weil die Person bringt Dinge auf den Tisch. Und ich habe das Gefühl, dass Kommunikation etwas sein wird, was sehr wichtig ist für diese Person. Auch die Kommunikation über Gefühle. Weil wir hier noch die Jungfrau haben und die Jungfrau grundsätzlich auch jemand ist, sehr detailverliebt, könnte das also auch jemand sein, der sehr detailverliebt ist. Es kann natürlich sein, dass du sagst, oh ey, vielleicht ein bisschen pingelig hier und da, aber ja, jemand, der auch auf die kleinen Details achtet. Dann lass uns einmal weiterschauen. Lernaufgaben, Hindernisse oder Herausforderungen. Take a chance. Also nimm, wie sagt man das, nimm die Chance wahr. Du kannst in deiner Komfortzone nicht wachsen. Geh ins Unbekannte und vertraue das Universum. Go for it. Ja, hier habe ich das Gefühl, diese Karte würde standardgemäß kommen, wenn du vielleicht dich selber zurückgezogen hast in dein Schneckenhaus, wenn du Erfahrungen gemacht hast, die vielleicht auch schmerzhaft waren, wo du sagst, ey, eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich so bereit bin, ne? Nochmal irgendwie eine Partnerschaft oder Beziehung, ich bleib lieber zu Hause, ich bleib lieber alleine, weil da weiß ich, da ist Frieden. Und diese Karte kann darauf hindeuten, dass für dich hier in dieser Situation eine ganz große Herausforderung sein wird, nochmal Ja zu sagen. Nochmal zu sagen, okay, ich vertraue dem Universum, ich vertraue dem Unbekannten und ich mache das jetzt. Weil ich das Gefühl habe, dass es einen Teil von dir gibt, der eigentlich eher sagen würde, nee, eigentlich, vielleicht guckst du auch zu und sagst, ey, Julia, ich bin Single, ich habe gar keinen Bock eigentlich auf eine Beziehung, ich weiß auch nicht, warum ich hier gerade reingeschaut habe, aber ich bin genau die Person, die eigentlich, ja, eigentlich fühle ich mich gerade ganz wohl mit mir alleine und weiß, was ich habe und weiß vor allem, dass ich da keinen Stress habe und kein Drama. Und das könnte natürlich so ein Ding sein, ne? Dass das etwas ist, was, um eben diese Beziehung, um die wahre Liebe zu finden, man doch nochmal auch vielleicht ein kleines Risiko eingehen darf. Was wir hier auch haben, ist Sacred Space, heiliger Raum. Zeit, Auszeit, kläre deine Energie und Raum bringt Klarheit. Es kann natürlich sein, dass viele von euch vielleicht, das ist auch spannend, passt gut zusammen, dass viele von euch vielleicht jetzt schon eine ganze Zeit lang alleine sind oder wenn du gerade erst kürzlich Single bist, dann nimm dir bitte aber auch die Zeit. Denn hier mit diesem Sacred Space
ist es wirklich wichtig, dass du dir den Raum gibst, eine Auszeit gibst, um deine Energie zu klären und damit du ja einfach vielleicht auch Klarheit bekommst. Klarheit darüber, was du willst und was du nicht willst. Und für manche von euch nehme ich wahr, dass ihr schon sehr lange auch allein seid und sehr lange dabei seid, in eure eigene Energie zu kommen, eure Energie zu klären, mehr und mehr Klarheit zu bekommen. Aber das kann natürlich genauso sein, dass dementsprechend wir diese Take a Chance, ne, hey, nimm die Chance wahr, oder ran an die Buletten, wie ich sage, immer mit dieser Karte, go for it, dass das natürlich eine Herausforderung sein kann. Vielleicht genießt du deinen eigenen Raum mittlerweile auch wirklich, ne? Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Oh, witzig, Divine Masculine, ja, die heilige Männlichkeit. Deine Lernaufgaben haben etwas zu tun mit der heiligen Männlichkeit. Vielleicht schaust du selber gerade als Mann und du darfst lernen, mehr deine heilige Männlichkeit zu entdecken, zu verkörpern, zu leben. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesen Karten, ich habe eigentlich immer eine Zusatzkarte ganz gerne, weil heilige Männlichkeit, ich finde, ja, okay, man kann jetzt sagen, auch als Frau könnte es wichtig sein, deine männlichen Energien in den Ausgleich zu bringen auf eine Art und Weise. Vielleicht bist du aktuell sehr in deiner männlichen Energie. Das könnte natürlich etwas sein. Die männliche Energie setzt aber auch Grenzen und beschützt. Und das macht natürlich wieder Sinn mit dem Sacred Space und Take a Chance, ne? Also dieses, okay, irgendwie du bist in deinem eigenen Raum, du klärst deine Energie, du hast wirklich erstmal eine Auszeit aus dem ganzen Beziehungsspiel, sage ich mal. Ist ja nichts anderes als so ein Spiel, ne? Also, und bist vielleicht selber sehr in deine Maskulinität geraten und vielleicht ist es für dich grundsätzlich wichtig, und auch wenn wir jetzt hier nicht die Weiblichkeit haben, aber deine männlichen Energien auf irgendeine Art und Weise auszugleichen. Vielleicht, weil ein zu viel in der Männlichkeit ist, gerade für die Frauen hier, wieder mehr in die Weiblichkeit kommen, oder für die Männer vielleicht da ein bisschen mehr in die Männlichkeit kommen. Schauen wir jetzt als nächstes, was haben wir hier zusätzliche Botschaften für dich? Wollen wir die später machen? Ich überlege gerade, ist es eigentlich schön, die am Ende zu machen, nochmal so abschließend? Wisst ihr was? Ja. Ich mache die hier gleich zum Schluss tatsächlich, weil ich finde, Orakelkarten sind immer toll zum Schluss, um das Ganze abzurunden. Dann lass uns mal schauen, welche Veränderungen kannst du vornehmen in deinem Leben, um eine erfüllte Beziehung anzuziehen? Ah ja, guck dir das mal an. Wir haben hier zum einen die Vergangenheit. Dann haben wir, okay, wir packen die Karten mal. Packen wir sie so hin? Ja. Wir haben, oder beziehungsweise lass uns die mal wieder so ein bisschen zusammenpacken, wie wir es auch da vorne gemacht haben. Also mit den neuen der Stäben bist du natürlich noch in der Heilungsphase, auch auf gewisse Art und Weise. Also was hier eine Rolle spielt, sind die Erfahrungen und Verletzungen der Vergangenheit. Und es kann sein, dass du dich so ein bisschen zurückgezogen hast. Was spannend ist, war, guck mal, das haben wir hier auch die ganze Zeit. Guck mal, aber vielleicht ist auch deine Person sehr zurückgezogen, kommt in die Klarheit. Vielleicht seid ihr dadurch ähnliche Erfahrungen gegangen. Ne? Einfach nur, weil wir hier den Rückzug haben und hier jemand, der auch sehr unabhängig, sehr alleine ist, Grenzen setzen kann. Und das lernst du ja durchaus ebenfalls hier, gegebenenfalls auch mit der Divine Masculine. Was wir hier auch haben, ist das Setzen von Grenzen. Und es kann sein, dass du, wobei ich habe irgendwie das Gefühl, dass manche von euch aus dem Schneckenhäuschen rauskommen dürfen. Da gab es natürlich Verletzungen in der Vergangenheit. Oh krass, ich kriege gerade voll Botschaften. Moment. Es gab natürlich Verletzungen in der Vergangenheit und es war nicht leicht und es war vielleicht auch wirklich wie ein Kampf und du musstest dich vielleicht lange erholen und warst lange hier in diesem Krankenlager und hast deine Wunden quasi geleckt und hast deswegen auch dich vielleicht erstmal komplett abgeschottet und abgegrenzt. Die Sache ist die, mit dieser Karte muss man sich auch irgendwann nochmal wieder rausbewegen, ne? Weil grundsätzlich mit dieser Karte ist ein Ziel noch nicht erreicht. Und auch du als Single hast ja dein Ziel von dieser erfüllenden Beziehung noch nicht erreicht. Das heißt, du musst dich mit dieser Karte auch wieder rausbewegen. Was diese Karte als Tipp für dich sagt, ist, lerne aus der Vergangenheit, aber lasse sie dich nicht aufhalten und du musst dich noch über irgendwas klar werden. Werde dir klar darüber, was du willst und deine Entscheidungen sind irgendwie enorm wichtig. Es gibt eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, die du treffen darfst hier.
die entweder was zu tun hat mit dem wieder rausgehen, ne? Raus aus dem Zelt, raus aus dem Krankenlager und sagen, okay, alles klar, ich gehe jetzt nach draußen. Vielleicht ist das die Botschaft, dass das, was du verändern darfst, aber für dich, um eine Liebe anzuziehen, es schwirrt um dich herum eine sehr signifikante Entscheidung. Und diese Entscheidung darüber, da brauchst du, musst Klarheit bekommen. Es kann ein Durchbruchmoment sein und vielleicht bekommst du diesen Durchbruchsmoment jetzt, weil das Ass der Schwerter ist, ey, ich sehe jetzt klar, ich weiß jetzt. Ja, das ist dieses, ich weiß, ich sehe, und dieser Durchbruch aus dem Nebel. Und dir muss hier irgendwas klar werden. Vielleicht auch bezogen auf die vergangenen Verletzungen und bezogen auf das Thema Entscheidungen. Vielleicht wird dir klar, wie deine vergangenen Entscheidungen in der Vergangenheit zu diesen Verletzungen geführt haben. Werde dir also klar, das ist der Punkt, wo du aus der Vergangenheit lernst, wie deine vergangenen Entscheidungen dich in gewisse Situationen gebracht haben und was gegebenenfalls Warnsignale gewesen wären, wo du vielleicht jetzt im Nachhinein sagen würdest, heute würde ich eine andere Entscheidung treffen. Denn dann hast du die Lernaufgabe gelernt. Also lerne aus der Vergangenheit, werde dir klar darüber, was du aus der Vergangenheit gelernt hast und wie deine Entscheidungen dazu getragen haben, dass du Konsequenzen getragen hast, nämlich Schmerz, Verletzung, Rückzug. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, darfst du dir klar werden, dass deine neuen Entscheidungen, die du jetzt triffst, andere Erfahrungen sammeln, weil du verändert bist. Du hast dich verändert auf dieser Reise. Du bist gewachsen, du bist gereift. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es eine sehr, sehr wichtige Entscheidung gibt in deinem Leben, wo du vielleicht gerade so am Schauen bist, am Abwägen bist, am Urteilen bist. Und ich habe das Gefühl, es gibt eine Entscheidung, die du zu treffen hast, die auch sehr, ja, ich habe das Gefühl, das wird eine sehr wichtige Entscheidung sein. Dann schauen wir uns an, wie, wann oder wo, unter welchen Umständen etc. wirst du einen neuen Partner treffen. Okay, und dann schauen wir uns da nochmal direkt so an, welche weiteren Karten haben wir hier. Wir haben, warte mal, lass mich mal schauen, wobei wir haben 18,1. Jetzt lass mich mal gucken, was ich hier bekomme. Die Dame, die wir hier haben, was spannend ist, ist, dass wir, wobei wir haben als Monat wirklich nur hier eine Möglichkeit und das wäre der Magier mit der Nummer 1. Und das könnte natürlich für den ersten Monat stehen. Also es kann sich hier vielleicht etwas manifestieren im Januar oder ich habe nicht das Gefühl, eine Woche, aber wenn wir da die Zahl 1 nehmen, eine Woche, einen Monat, ein Jahr. Vielleicht ab Januar, das wäre eine Möglichkeit. Weitere Möglichkeiten, wenn ich den Mond sehe, sehe ich eigentlich eher eine Abendveranstaltung, gerade auch, weil sie hier so schick gestylt ist. Vielleicht bist du eingeladen zu irgendeiner Veranstaltung oder einem Event, wo du dich hier irgendwie schick machst und wo du ausgehst in der Nacht, Mond. Also auch hier haben wir auch noch mal die Nacht. Das könnte also wirklich sein, dass du jemanden am Abend kennenlernst oder so zum Abend hin oder zur Nacht. Für manche von euch nehme ich wahr, dass ihr Traumbotschaften bekommt. Also vielleicht hast du schon irgendwelche Botschaften auch bekommen in deinen Träumen. Und die Königin würde eigentlich eher sagen, es könnte das Arbeitsumfeld, ja, wobei Königin, ne, es könnte sowohl das Arbeitsumfeld sein als auch dein Privatleben, ne, weil die Königin ist auch das Zuhause, also beziehungsweise die Münzen, die Königin der Münzen kümmert sich um das Zuhause, kümmert sich um die Familie. Also es könnte jemand aus dem Privatleben sein, aber was wir hier auch haben, ist die Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit sagt mir auch wieder, es könnte hier ein öffentliches Event geben, eine öffentliche Feier geben. Diese Zahlen, die hier liegen, beziehungsweise hier habe ich nicht das Gefühl, dass es, na wobei, vielleicht gibt es ein Hindernis, was du hier überwinden musst. Irgendwas könnte ein bisschen herausfordernd sein. Vielleicht ist die Herausforderung für dich, allein zu diesem Event zu gehen, zu dieser Veranstaltung zu gehen. Vielleicht willst du dich am liebsten irgendwie davon schleichen. Das wäre eine Möglichkeit hier. Aber ich habe das Gefühl, der Magier sagt, es wird sich etwas, es ist etwas Neues am, oder es entsteht hier etwas Neues.
Es entsteht etwas Neues, aber dieses Treffen oder dieses Kennenlernen, ich habe das Gefühl, es hat mit irgendeiner Herausforderung zu tun, auch hier. Ich habe das Gefühl, eigentlich willst du dich so ein bisschen davonschleichen. Es kann auch sein, dass du natürlich sehr, sehr vorsichtig bist hier, grundsätzlich mit all dem, was du so erfahren hast. Aber ich kriege wirklich diesen Vibe, oh, ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl, ich fühle mich ein bisschen davonschleichen. Irgendwas ist eine Herausforderung, hat mit der Öffentlichkeit zu tun. Ein öffentlicher Platz, öffentliche Plätze, vielleicht in den Bergen, das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht wanderst du in den Bergen, auch das wäre natürlich hier möglich, der Berg und die Öffentlichkeit als Treffpunkt. Zahlen, die eine Rolle spielen können. Wir hatten gerade schon sind auf den Magier eingegangen. Ansonsten haben wir die Nummer 14, die Nummer 18, 20 und 21. Das können zusätzlich Daten sein. Muss jetzt nicht zwingend auf den Januar ansprechen. 14., 21., 20. Ich meine, im Januar geht man da wirklich wandern. Ha, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht, keine Ahnung. Eine Abendveranstaltung, ja, in der Öffentlichkeit schon mehr. Aber die Zahlen spielen hier auch noch eine Rolle. Vielleicht spielen die Zahlen auch eine Rolle und die Person hat am 20., am 21., 14. oder 18. Geburtstag. Auch das könnte sein. So, dann würde ich sagen, abschließend schauen wir uns nochmal die Zusatzbotschaften an. Vertraue den Jahreszeiten. Okay, begrüße den Wandel, die Zyklen des Lebens, Übergang und Wachstum. Ja, hier bekomme ich für dich die Botschaft, habe Vertrauen, dass alles immer in Bewegung ist. Auch wenn du gerade vielleicht schon sehr lange in dieser heiligen Auszeit bist, vertraue den Zyklen des Lebens, begrüße den Wandel. Du bist sehr gewachsen, hier sehen wir ja auch hier, in dieser Zeit. Und wir haben definitiv eine Übergangsphase hier, wo ich sagen muss, ich habe das Gefühl, so lange dauert es eigentlich nicht. Von daher kriege ich hiermit eher wieder so den Vibe, ah, okay. Vielleicht ein Jahr oder innerhalb eines Jahres aufgrund der Eins des Magiers. Und hier haben wir auch nochmal Jahreszeiten. Das Jahr wird hier nochmal hervorgerufen. Vielleicht auch bei einem Event, was zu tun hat mit gewissen Festlichkeiten, ob das eine Silvesterparty oder Feier ist. Oder vielleicht, gerade wer jetzt auch zum Beispiel in Glastonbury unterwegs ist, wird wissen oder wer sich mit der Spiritualität ein bisschen auskennt. Es gibt ja die Jahresfeste, wie dann auch Imbolc oder Beltane. Also es kann sein, dass an so signifikanten Jahrespunkten du hier jemanden kennenlernst. Was auch wieder Sinn machen würde mit der Öffentlichkeit. Was haben wir noch? The Wellspring. What are you thirsty for? Body care and take a breath. Ja, wonach durstet es dir, sagt man das so. Ich habe das Gefühl, nutze die Zeit, in der du gerade bist, um dich wirklich nochmal gut um dich zu kümmern, um deinen Körper zu kümmern und take a breath, also nimm einen tiefen Atemzug. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen eine kleine Erholungspause, genieße wirklich auch nochmal, und manche sagen jetzt, ey Julia, ich genieße schon vor lange, ich bin schon vor lange Single, aber genieße vielleicht auch einfach nochmal dieses sich selbst nähren und dir selbst noch einmal alles zu geben, was du wirklich brauchst. Und hier mit der Königin haben wir natürlich auch noch diesen Aspekt, dass es sein kann, dass hier Hilfe und Unterstützung kommt. Vielleicht lernst du diese Person kennen, weil du irgendwem hilfst oder irgendjemandem geholfen hast oder vielleicht unterstützt dich jemand auf irgendeine Art und Weise, vielleicht ein Freund oder eine Freundin, die hier irgendwie eine Unterstützung bietet, geboten hat oder bekommen hat, könnte hier auch eine Rolle spielen. Beziehungsweise vielleicht bist du auch hier auf einem Event und bist eine helfende Hand bei irgendwas. Ja, ihr Lieben, wie spannend. Lasst mich das gerne wissen, auch vor allem hier, ne, in einem Jahr oder um und bei eines Jahres. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich bin auch schon gespannt auf euer Feedback jetzt direkt nach dieser Legung. Also ja, schreib mir gerne deine Gedanken und deine Gefühle zu dieser Legung unten in die Kommentare rein. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein und gehe damit über zu Legung Nummer 2. Herzlich willkommen, falls du diesen wunderschönen Stein gewählt hast. Wie gesagt, er wurde mir verkauft als Räucherquarz. Ich selber glaube, der ist so klar. Ich weiß nicht, wie räuchermäßig der sein kann. Der hat mich auf so vielen Reisen begleitet. Ich hatte den immer mit dabei, überall, wo ich war in den letzten Jahren. Ein ganz besonderer Stein tatsächlich für mich. Und für dich möchte ich jetzt schauen, was dein
was die Infos sind, die wir für deinen nächsten Partner bekommen. Ich habe, Moment, jetzt muss ich es tatsächlich so einmal machen. Ich habe hier erstmal mein Magic Soul Tarot. Da habe ich jetzt nur die großen Arcana-Karten und die Hofkarten. Und ich ziehe dir einmal die wesentlichen Eigenschaften und Charaktermerkmale. Wenn du das Shuffeln nicht sehen möchtest, dann spul einfach ein bisschen nach vorne. Denn ich werde dir erst einmal all deine Karten ziehen, bevor wir dann in die Deutung gehen. Denn dann können wir uns direkt darauf fokussieren, auf die Botschaften und müssen nicht immer wieder unterbrechen. Die Charaktereigenschaften, Charaktermerkmale vom nächsten Partner, für all diejenigen, die gerade diesen zweiten Stein gewählt haben, was auch immer es jetzt ist, der Stein, der mich persönlich so viel begleitet hat, durch meine Reisen durch England und auch Europa. Jetzt schauen wir uns an, welche Lernaufgaben du noch vor dir hast oder welche Hindernisse, welche Herausforderungen auf dem Weg oder beziehungsweise bevor du die wahre Liebe findest. Welche Lernaufgaben oder Hindernisse oder Herausforderungen hast du noch vor dir auf dem Weg zur wahren Liebe? Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Orakelkarten als zusätzliche Botschaften ganz hinten anzusetzen, weil es immer schön ist, nochmal mit einem Orakel zu enden und abzuschließen. Und da habe ich diese beiden Karten von Rebecca Campbell. Hoppala, da wollte aber was rausfliegen. Die nehmen wir auch direkt. Und zwar einmal The Healing Waters Oracle und The Oracle of the Rose. Das Rosenorakel und das Orakel der heilenden Wässer. Welche Veränderung kannst du vornehmen in deinem Leben, um eine erfüllende Beziehung anzuziehen? Welche Veränderungen kannst du vornehmen in deinem Leben, um eine erfüllende Beziehung anzuziehen? Welche Veränderungen kannst du vornehmen? Und dann gehen wir als nächstes rein in wie, wann oder wo wirst du deinen neuen Partner treffen? Was sind Umstände? Welche Karten geben uns quasi Hinweise darauf? Und da ziehe ich wieder drei Karten mit dem Seelenreise-Tarot und auch gleich nochmal drei mit dem Lenormand. Hier soll ich sogar zwei direkt nehmen, dann machen wir das. Dann gehen wir nochmal rein ins Lenormand. Gerade bei dem Lenormand ist es natürlich toll, weil, ja, wir sehen zwar auch ein paar Möglichkeiten, Szenarien hier auf den Karten. Was wir aber auch tun ist, wir haben da natürlich immer Zahlen drauf. Also schauen wir mal. Für diejenigen, die Stapel Nummer 2 gewählt haben. Diejenigen, die Stapel Nummer 2 gewählt haben. Wie, wann, wo, unter welchen Umständen werden sie den neuen Partner treffen? Und wir starten mit den Eigenschaften und Charaktermerkmalen. Ach, wie witzig. Ah, okay, cool. Sehr spannend. Wie witzig, weil schon wieder die einzige große Arcana hier der Eremit ist. Ah, okidoki, dann gehen wir da doch einfach auch mal rein. Also, der Eremit könnte eine Jungfrau sein. Auch der Prinz der Münzen ist ein Erdzeichen. Steinbock, Stier, Jungfrau. Und hier haben wir ein Luftzeichen, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Das könnten jetzt Aspekte sein des Sonnen-, Mond- oder Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendenten oder auch der Venus. Wir haben als Charaktereigenschaft mit dem Eremiten, jetzt wiederholt sich das Ganze einmal hier, haben wir jemand, der kann gut alleine sein. Jemand, der vielleicht auch eher introvertiert ist, der immer wieder auch Zeit für sich braucht, um aufzutanken, der die Stille genießt. Hier witzigerweise nehme ich eine andere Verbindung wahr als vorhin, weil ich hier das Gefühl habe, jemand könnte insbesondere die Stille genießen unter dem Sternenhimmel. Weil hier tatsächlich das erinnert mich immer, als ob hier in diesem Stein ein Universum wäre. Und da kommt gerade dieser Aspekt sehr stark raus. Also jemand, der den Sternenhimmel liebt und die Stille unter den Sternen. Diese Verbundenheit, die man dort spürt.
jemand könnte sehr reif und weise sein von seinen ganzen Erfahrungen. Warum? Weil der Eremit den Archetypen des alten Weisen hat. Das bedeutet nicht, dass diese Person zwingend älter sein muss, aber jemand ist doch schon auch sehr gereift oder durch Erfahrungen. Vielleicht ist diese Person auch jemand, die, witzigerweise kriege ich das jetzt gerade erst rein, also schon so ein paar Unterschiede doch noch zur ersten Legung, jemand, der vielleicht auch gerne in den Bergen ist, der wirklich die Stille einfach genießt und immer mal wieder auch diese Auszeiten braucht von der hektischen Welt. Vielleicht zieht diese Person sich auch immer mal wieder zurück und sagt, hey, ja, voll gut, aber jetzt brauche ich auch wirklich ein bisschen meinen eigenen Raum. Diese Person könnte auch sehr spirituell sein, spirituelle Praktiken, Meditation, das ist ebenfalls etwas, was mit dem Eremiten kommt. Dann haben wir die Prinzessin der Schwerter. Die Prinzessin der Schwerter, das ist jetzt eher eine junge Energie, jemand, der sehr, was nicht bedeutet, dass diese Person jung sein muss, weil hier haben wir als Gegenpol auch diese Weisheit, die da ist und der Prinz ist eher so mittel. Also ich würde sagen, hier, die Prinzen sind für mich so Leute wirklich in ihren 20ern. Ich weiß, hier sind wir alle ein bisschen älter auf dem Kanal in der Regel, aber so, wenn ich das jetzt mal so einschätzen würde, was hier so quasi liegt, aber ausradieren. So, ich habe nicht das Gefühl, da ist jetzt jemand, der irgendwie so jung ist. Aber es geht quasi darum, dass man in den 20ern so viel ausprobiert. Und daher kommt diese Energie des Prinzen. Einmal nur, um das zu verständlich zu machen, was ich meine. Ne? Dieses, okay, ich bin am Machen und am Tun. Das heißt, auch hier haben wir eigentlich mit dem Prinzen und der Prinzessin, würde ich es eher sagen, jüngere Energien. Also es kann schon sein, dass die Person vielleicht ein bisschen jünger auch ist, aber trotzdem sehr reif und weise. Das muss aber nicht sein. Wie gesagt, wir haben das hier sehr durchmixt durch diese unterschiedlichen Botschaften. Wenn ich jetzt irgendwie drei Karten hier hätte, wo Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin wäre, was ja die Buben sind, würde ich sagen, ah ja, da ist jemand vielleicht ein bisschen jünger. Mit der Prinzessin der Schwerter, was ich aber sagen kann, diese Person redet gerne. Die Person redet gerne auch viel, hat ganz viele Ideen, ist immer sehr euphorisch, was diese Ideen angeht. Es ist so, hey, ja genau, und wir können das machen und wir können das machen. Ist vielleicht ein bisschen langsam dann in der Umsetzung mit den ganzen Sachen, aber erstmal habe ich das Gefühl, da ist jemand, der redet gerne, redet viel. Sehr kommunikativ, viele Ideen, auch echt kluge Ideen, kluge Einfälle. Ne? Also das muss man dazu sagen, auch wenn wir hier die Prinzessin haben, die hat eine gute Auffassungsgabe. Auch wenn das, sage ich mal, die jüngste Inkarnation der Schwerter ist, hat sie trotzdem so eine ganz gute Auffassungsgabe, kann Verknüpfungen sehr schnell erstellen, kann sehr schnell Zusammenhänge verstehen. Und sagen, ah ja, okay, ich habe es gecheckt, ja, alles klar, cool, so nach dem Motto. Es kann manchmal sein, dass in der Kommunikation es noch so ein bisschen hapert. Es könnte zum Beispiel sein, dass diese Person, weil er oder sie so euphorisch ist, dich vielleicht manchmal unterbricht. Und das könnte vielleicht ein bisschen nervig sein, aber das macht die Person nicht aus Böswilligkeit, sondern einfach nur wie, ja, genau, so, und jumpt dann irgendwie quasi rein, was ja auch immer ganz süß sein kann. Oder eben, dass vielleicht hin und wieder diese Person noch nicht gelernt hat, sich so extrem gut auszudrücken, wo man denkt, ah, das hättest du jetzt auch ein bisschen anders sagen können, dankeschön. Aber wie gesagt, macht diese Person nicht mit böser Absicht. Wir haben den Prinz der Münzen hier. Diese Person ist sehr stark motiviert, Stabilität und Sicherheit aufzubauen. Sehen wir ja auch schon, also wir haben im Prinzip doppelt dieses Erdelement hier. Das heißt, wir sehen, jemand wird wirklich motiviert, in die Aktion zu gehen. Ich habe das Gefühl, ist auch gleichzeitig ein Sicherheitsmensch. Das muss alles ganz ordentlich sein. Alles Schritt für Schritt, alles ganz ordentlich. Wir sichern uns jetzt ab. Aber gleichzeitig auch jemand, der sehr treu und sehr loyal ist, auf den du dich wirklich auch verlassen kannst. Wie gesagt, manchmal vielleicht werden Ideen ein bisschen langsam umgesetzt. Das liegt aber in der Regel daran, dass diese Person das einfach alles jetzt ordentlich machen möchte und weiß, dass es manchmal wichtig ist, Schritt für Schritt zu machen und nicht über irgendwelche Schritte zu springen, weil wenn man zu schnell zu viel will, kann es sein, dass man viele Schritte nicht abgesichert hat und man dann wieder zurückfällt und von vorne anfangen kann. Deswegen lieber langsam und sicher
als zu schnell zu viel und wieder auf den Anfang zurückzufallen. Also ein sehr solider Charakter und ich nehme auch, also die Energie, die ich wahrnehme, ist fast so ein bisschen, weil da ist schon eine Ernsthaftigkeit, ne? Und oh ja, wir machen das schon alles irgendwie ordentlich und so und ja, ich möchte auch eine feste Partnerschaft, eine feste Beziehung und es soll alles ganz ordentlich, aber durch die Prinzessin kommt da auch so frischer Wind rein. Ich habe das Gefühl, diese Person wird so ein neuer, frischer Wind für dich sein. Deine Lernaufgaben, Hindernisse oder ja, Dinge, die noch zu machen sind, sag ich mal, bevor du die wahre Liebe findest. Completion, das ist die Vollendung. Gibt es irgendwas, was du noch nicht losgelassen hast? Irgendwas, wo du sagen kannst, okay, und da arbeite ich jetzt nochmal dran, die Vergangenheit wirklich loszulassen. Dieses Kapitel, dieses Buch ist zu Ende und das ist jetzt zu und so bleibt es auch. Also eine Lernaufgabe hat was mit einem Abschluss zu tun. Vielleicht muss auch irgendwas jetzt noch zu einem Abschluss kommen und wirklich vollends abgeschlossen sein. Vielleicht hast du noch irgendwelche Verknüpfungen mit einem Ex-Partner und du sagst, ja, in Zukunft, es dauert nicht mehr lang, dann ist das irgendwie auch alles abgeschlossen und das könnte quasi auf gewisse Art und Weise noch eine Lernaufgabe sein, dass du noch ein bisschen warten musst, bis eine andere Sache wirklich abgeschlossen ist. Witzig! Rasten wir mal aus. Also, spannende Legung. Leute, mir gefallen ja die Stapellegungen. Also, ich muss mal ganz kurz sagen, das ist eine ganz schöne Energie, da so reinzugehen. Divine Feminine. Also, hier geht es um die Heilung der heiligen Weiblichkeit. Und ich hatte das gerade schon in Stapel 1, da kam... Wobei, ich sollte vielleicht nicht zu viel sagen, falls ihr das auch nochmal irgendwann anschauen wollt, Stapel Nummer 1. Vielleicht habt ihr euch entschieden, erst diesen Stapel zu schauen und dann den anderen. Aber hier geht es gefühlt darum, die heilige Weiblichkeit zu heilen. Für all die Frauen hier. Vielleicht geht es darum, dass du zu stark in dieser weiblichen Energie warst. Oder du warst zu wenig in dieser weiblichen Energie. Also hier geht es gefühlt um diesen Ausgleich diesen Aspektes. Warst du zu verständnisvoll? Warst du zugebend? Dann darf das ausgeglichen werden. Vielleicht warst du auch so das Gegenteil. Und jetzt heißt es, hey, du darfst deine Weiblichkeit wirklich leben. Und für die Männer, die jetzt zuschauen, auch hier, wir haben alle männliche und weibliche Anteile. Und vielleicht geht es für dich auch darum, deinen weiblichen Anteil zu regulieren. Auch hier gilt für dich genau das Gleiche. Warst du zu verständnisvoll, zugebend? Oder sagst du, nee, eigentlich war ich sehr in meiner Männlichkeit, habe alles immer abgeschnitten und getrennt und darf jetzt quasi wieder mehr auch ein bisschen weicher werden. Das Divine Feminine fordert dich auf, weich zu sein, aber dich gleichzeitig auch nicht ausnutzen zu lassen. Und da ist es wirklich ein ganz, ganz großer Balanceakt. Und schauen wir uns mal die Herrscherin im Tarot an. Die kennt ihren Wert. Die weiß und die liebt es zu geben, zu nähren. Und das ist das Weibliche, das Feminine. Wir lieben es zu unterstützen, zu helfen. Aber wir dürfen lernen, das nicht zu machen in Situationen, wo wir ausgenutzt werden oder wo wir mehr geben, als wir bekommen. Und das ist eine ganz, ganz große Lernaufgabe natürlich. Ja, und wie gesagt, für den einen oder anderen geht es schlichtweg darum, hey, lebe deine Weiblichkeit. Und was haben wir hier? Recharge. Ey, Leute, ich raste aus. Also Stapellegungen, Hallöchen. Recharge bedeutet, lade dich wieder auf. Retreat now for important self-care. Auch hier geht es für dich erstmal darum, dass du dich noch ein bisschen erholst, dass du dich auflädst. Na, hier, wir haben Completion. Vielleicht muss irgendwas noch zu Ende gebracht werden und du musst dich erstmal erholen davon und solltest dich erstmal zurückziehen selber, dass du dich um dich selber kümmerst. Vielleicht sagst du auch, ja, ich bin jetzt ja schon länger irgendwie alleine und kümmere mich schon um mich selbst. Aber dann spielen diese drei Karten eine Rolle. Vielleicht geht es darum, die heiligen weiblichen Energien auszugleichen. Oder es geht nochmal darum, wirklich etwas in dir vielleicht auch zu einem Abschluss zu bringen. Und was mir gerade kommt ist, was auch immer das ist, spür mal in dich rein. Was ist die erste Sache, Situation oder Energie, die jetzt aufkommt, wo du sagst, ja, stimmt, so ganz abgearbeitet ist das noch nicht.
Und vielleicht mach ein kleines Loslassritual. Und das kannst du besonders gut auch unter dem Vollmond machen. Wir haben jetzt bald wieder Vollmond. Schreib es auf einem Zettel auf, was du jetzt wirklich loslassen möchtest. Und dann geh unter den Vollmond, weil der Vollmond sagt, ab sofort wird etwas weniger, wird losgelassen. Der Höhepunkt ist erreicht. Und ab jetzt kannst du dadurch die Energien des Vollmondes nutzen, um wirklich loszulassen. Und dann verbrenne unter dem Vollmond. Und wenn du nicht nach draußen gehen kannst, weil gerade wieder Wintereinbruch ist, dann hab vielleicht ein kleines Schälchen auf dem Fensterbrett und verbrenne das, was auch immer du jetzt wirklich loslassen möchtest. Vielleicht ist es keine Person. Vielleicht ist es auch nicht eine Situation. Vielleicht ist es ein Anteil von dir selbst. Vielleicht der Anteil, der zu viel gegeben hat. Der vielleicht zu in dieser ungehaltenen Weiblichkeit war. Ne? Vielleicht sind das Dinge, die du loslassen möchtest. Und vielleicht sogar damit verknüpft eine ganz bestimmte Situation. So, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir als nächstes? Welche Veränderungen kannst du vornehmen, um eine erfüllte Beziehung anzuziehen? Und hier, guck mal, hier haben wir einmal Le Monsieur, den Herrscher. Oh, das gibt's doch nicht. Und ich rede gerade noch über die Herrscherin. Rasten wir mal aus. Und hier hast du jetzt beide. Warum finde ich das so abgefahren? Weil ich zum einen, ach, die müssen aber nebeneinander liegen jetzt hier. Bum, bum, bum. So, weil ich zum einen das Gefühl habe, dass es wirklich für sehr, sehr viele von euch tatsächlich darum geht, das heilige Männliche und das heilige Weibliche in den Einklang zu bringen. Und vielleicht brauchst du hier irgendwie so eine Strategie und zerbrichst dir darüber den Kopf und denkst so, ey, okay, wie gehe ich da jetzt irgendwie vor? Aber ja, ich habe wirklich das Gefühl, mit diesen beiden Karten geht es darum, das Männliche und das Weibliche in den Einklang zu bringen. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch noch ein Thema tatsächlich mit den Eltern. Auch da könnte es um diese Completion gehen, ne? Das Vaterthema, das Mutterthema, was hier gegebenenfalls eine Rolle spielt. Denn das sind natürlich unsere ersten Prägungen bezogen auf Beziehungen. Und das, da könnte es sein, dass du da eben was in den Ausgleich bringen darfst, ob jetzt im Außen, um da auch etwas abzuschließen und in den Frieden zu kommen, aber auch in dir selbst. Mal deine heilige Männlichkeit in dir und heilige Weiblichkeit überprüfen und schauen, hey, nimm mal mit denen Kontakt auf, vielleicht in einer Meditation. Und was sagt deine innere Männlichkeit zu dir? Und was sagt deine innere Weiblichkeit zu dir? Und das ist eine tolle Meditation, die man machen kann. Und vielleicht verbindest du das mit einem Vollmondritual, wo du dich unter den Vollmond setzt, sofern er dann sichtbar ist und nicht unter den Wolken verschwindet. Aber du weißt, die Energien sind ja präsent. Und dann nimm ein paar tiefe Atemzüge und fokussiere dich auf dein Herz. Dein Herz, deine Seelenessenz in dir, wo beide Anteile wirklich präsent sind. Und in manchen Leben warst du vielleicht ein Mann. Und in manchen Leben warst du eine Frau. Und du kennst beides. Und mit beiden Energien kommen unterschiedliche Eigenschaften, kommen unterschiedliche Erwartungen auch von außen. Und das ist nicht immer leicht. Für keinen der beiden. Aber wenn du jetzt mit dir und deiner inneren Männlichkeit Kontakt aufnehmen würdest. Und du fokussierst dich erstmal auf dein Herz und dann schau einmal, dass du dir visualisierst, wie aus deinem Herzen heraus ein Licht vor dir sich als Mann manifestiert. Das ist deine Seelenessenz, das ist niemand anderes. Das ist nicht irgendeine Dualseele, Twin Flame, das bist du, deine Männlichkeit. Und dann schau einmal, welche Botschaft diese Männlichkeit für dich hat. Und dann mache das Gleiche mit deiner Weiblichkeit und schaue, welche Botschaft deine Weiblichkeit für dich hat. Und wenn du das gemacht hast, dann lass beide vor dir entstehen und schau einmal, hey, haben vielleicht beide als Team noch irgendeine motivierende Botschaft für mich. Und das nehme ich hier ganz, ganz stark wahr. Ja, welche Veränderungen kannst du vornehmen? Es gibt irgendwas, womit du in die Aktion gehen darfst.
Der Ritter der Schwerter könnte auf einen Umzug oder eine Reise oder irgendeine Art der Bewegung hindeuten. Vielleicht gibt es hier auch irgendeine Strategie, vielleicht musst du dir für irgendwas einen Schlachtplan machen, eine Strategie machen, um jetzt wirklich mit irgendwas in die Aktion zu gehen. Aber ich habe das Gefühl, nutze beide Hälften, nutze sowohl den rationalen Verstand, und das ist letzten Endes auch das, wo viele, gerade als wenn man Deutsch im deutschen System groß wird, dann sind wir sehr gefühlt in diesem ganzen Rationalen. Und dann öffnen wir uns der Spiritualität und dann sind wir sehr in dem Herz drin. Und was aber wichtig ist, ist wirklich für dich, dass du Herz und Verstand ins Gleichgewicht bringst. Nur Herz ist nicht gut, nur Verstand ist nicht gut. Beide sind gleich wichtig und dürfen zusammenarbeiten. Also auch so könnte man das deuten. Und es gibt hier irgendwas, womit du in die Aktion gehen solltest. Irgendwas, wo du vielleicht schon länger darüber nachdenkst, es zu tun. Mach dir einen Schlachtplan dafür, wirklich, ne? Also, und ich habe auch das Gefühl, dass es hier um schnelles Handeln gehen kann. Irgendwas ist vielleicht jetzt wichtig, dass du schnell handelst. Auch das, ob das wieder mit Vater und Mutter zu tun hat oder mit einer Entscheidung, wo es wichtig ist, Herz und Verstand in den Einklang zu bringen. Und dann, wie gesagt, der Ritter ist sehr entscheidungsfreudig. Also es geht um Entscheidungen und darum, jetzt in die Aktion zu gehen. Nähre die Dinge und wende dich den Dingen zu, die dich nähren, aber gleichzeitig ziehe Grenzen und halte diese aufrecht. So, dann schauen wir mal, wie, wann oder wo wirst du den neuen Partner kennenlernen? Wir haben den Buben der... Hallöchen. Wow. Okay. Also, eine ganz krasse Botschaft bekomme ich, dass ich für dich noch ein Karma lösen werde. Vielleicht geht es hier wirklich um diese Completion, um das, was auch immer jetzt noch in den Einklang kommen darf. Aber ich habe das Gefühl, zeitnah in der Zukunft löst sich jetzt für dich ein Karma. Und das wird signifikant wichtig sein für den neuen Partner, den du anziehst. Ich kriege auch einen sehr schicksalhaften Vibe hier. Also diese neue Person, die für dich bestimmt ist, das ist gefühlt sehr, das steht schon in den Sternen, das ist sehr schicksalhaft. Wir haben hier, erstmal haben wir hier die Gemeinschaft. Also du könntest jemanden kennenlernen. Die 10 der Kelche kann für die Familie, für die Seelenfamilie stehen, für die Verbundenheit. Das heißt, ich habe das Gefühl, du bist hier in irgendeiner Gemeinschaft, also Teil einer Gemeinschaft von Freunden, Leuten, wo du sagst, hey, das ist irgendwie so meine Seelenfamilie. Ich habe das Gefühl, da kommt wirklich jemand auch eine Seelenverbindung auf dich zu aus der Seelenfamilie. Der Bube könnte grundsätzlich, ja witzig, da Bube und da auch, ne, könnte auf eine jüngere Person hindeuten, wobei wir dann auch die Königin der Stäbe haben, die ist natürlich ein bisschen reifer hier. Hier gibt es irgendetwas Neues, also du lernst diese Person kennen bei irgendetwas Neuem, was du startest, was du anfängst, vielleicht sagst du, hey, ich plane hier, ne, Bube, ich plane jetzt eine Reise oder hier ist ein neues Angebot oder hier ist irgendeine Art Neuanfang, von dem du das Gefühl hast, dass das dich total glücklich machen wird. Also irgendein Neuanfang hat damit zu tun, dass du jemand Neues auch kennenlernen wirst, vielleicht in irgendeiner Art Gemeinschaft. Dann haben wir die Königin der Stäbe hier. Die Königin der Stäbe ist selbstbewusst, inspirierend und motivierend. Das ist Hilfe und Unterstützung. Vielleicht motiviert dich jemand dazu, etwas Neues zu starten, was vielleicht zu tun hat mit dem Thema Verbundenheit, Gemeinschaft, Seelenfamilie. Kann natürlich hier auch, ne, der Bube kann auch immer bedeuten, hey, ich lasse mich jetzt auf eine neue spirituelle Reise ein, auf ein neues Abenteuer ein, aber nicht im Sinne wie der Prinz, der oder beziehungsweise der Bube der Stäbe, sondern eher im Sinne von, hey, dieses neue Kapitel, diese neue Reise, ich fühle mich so glücklich, ich fühle mich so erfüllt. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich das jetzt mache, da werde ich mein Glück, meine Liebe, meine Erfüllung finden. Also sowas ist es, irgendwas Neues, was du startest. Und ich habe auch das Gefühl, hier das Thema Familie kann eine Rolle spielen oder Seelenfamilie oder Gemeinschaft. Und vielleicht wirst du jemand könnte dich inspirieren, wenn das niemand vor Ort ist,
Es kann auch immer sein, Königin der Stäbe kann jemand online sein, ne? Jemand, den du auf YouTube siehst und diese Person sagt, hey, und da ist dieses Event und es wird so toll und wir treffen uns irgendwie in der Gemeinschaft. Dann kann es sein, dass du sagst, hey, ich sage ja zu diesem Event, da ist dieser Neuanfang. Oh Mensch, das ist jetzt mein persönlicher Neuanfang und da kann es sein, dass du diese Person dann kennenlernst. Und es kann vielleicht auch daher stammen, dass du es durch eine sehr, sehr schwere Zeit geschafft hast. Ne? Da sind, ne? Wir haben das Kreuz hier. Ich würde jetzt das Kreuz nicht zwingend deuten als, als große Belastung hier, weil ich eher das Gefühl habe, hier geht es darum, dass sich quasi ein Karma auflöst. Aber es kann natürlich sein, dass aufgrund dessen, dass hier was abgeschlossen ist, dass sich ein Karma jetzt wirklich löst, dass du dadurch jetzt gefühlt frei bist hier und sagst, so, und jetzt tue ich mir was Gutes, jetzt mache ich das einfach, ne? Und hier hat mich vielleicht jemand inspiriert dazu. Vielleicht inspirierst du auch jemanden und sagst zu einer Freundin, hey, komm, lass uns das mal irgendwie machen. Die Zahlen, die ich habe, sind 10, 36, wobei 36 dann wieder nicht wirklich Sinn ergibt, 16 und 33. Das heißt, 10 könnte... Ich habe immer nicht das Gefühl, dass es 10 Tage sind, aber es könnte 10 Tage, 10 Wochen, 10 Monate sein. Im 10. Monat wäre Oktober oder am 10. eines Monats. Dann haben wir hier den 16. eines Monats oder auch hier vielleicht in 16 Wochen. Dann haben wir die 33. 33, 36 sagt jetzt kein Datum in dem Sinne an, aber vielleicht spielt 33 oder 36 hier irgendwie eine Rolle in dieser Situation. Man könnte vielleicht noch sagen, wobei 33 Wochen, 36 Wochen, 33 Tage, 36 Tage. Ja, ich meine, wenn es sowas Schnelles ist, wobei ich eher das Gefühl habe, der ein oder andere von euch wird vielleicht sagen in einem Monat, Julia, da gibt's ja nicht, ich war da wirklich und habe da jemanden kennengelernt. So, wenn das der Fall ist, sag mir gerne Bescheid. Aber das sind so quasi die Daten, die Zahlen, die wir hier haben. Was bekomme ich noch rein? Ja, aber hier auch grundsätzlich hier Zukunft. Hier steht etwas in den Sternen. Und dann da natürlich nochmal die 10. Lass uns dann doch jetzt einmal schauen, was wir für zusätzliche Botschaften haben. Der Heilige Gral. Oh, Wahnsinn. Beende die endlose Suche und wende deinen Blick nach innen. Und für manche werden jetzt sagen, Julia, ich schaue ja schon die ganze Zeit auf mich. Aber es ist einfach die Botschaft, die wir haben. Und erinnerst du dich, die Karte ist rausgeflogen. Also, beende die endlose Suche, wende den Blick nach innen. Und dann haben wir Ride the Waves, also reite, surfe die Wellen, Life Lessons and Growth, you will get through this. Auch wenn du vielleicht manchmal das Gefühl hast, und wie gesagt, hier scheint vielleicht auch irgendwas noch nicht abgeschlossen zu sein, und gerade auch, weil wir hier noch diese Energie haben vom Kreuz. Es kann natürlich auch darauf hindeuten, dass hier eine Beziehung ist, wo du irgendwie strategisch vorgehen musst. Und mit irgendwas in die Aktion gehen musst. Wobei die meisten natürlich jetzt eigentlich eher hier Single sind, die zuschauen. Aber das wäre natürlich auch noch eine Herrscher und Herrscherin könnte natürlich auf eine Verbindung hindeuten, wo irgendwie man jetzt sehr schlau, sehr strategisch vorgehen muss. Und deswegen das Thema Vollendung und hier auch nochmal ein Karma schließt sich in der Zukunft ab. Lass mich das gerne wissen. All die Gedanken und Gefühle, die du jetzt schon hast zu dieser Legung. Ja, hier ist eine Lebensaufgabe. Ich habe das Gefühl, du bist gerade durch eine große Lebensaufgabe gegangen und bist daraus sehr gewachsen oder bist vielleicht noch gerade so am Ende dieser Lebensaufgabe. Und denn diese Karte sagt, hey, du wirst da durchkommen. Also es wird alles gut werden, es wird sich auflösen, das Karma wird sich auflösen. Also für all diejenigen, die jetzt noch irgendwie mit irgendwas eine Herausforderung haben, und das muss sich noch nicht mal beziehen auf das Thema Beziehungen. Es kann einfach irgendwas anderes sein, wo wir vorhin schon gesprochen haben. Da irgendwas muss ich noch abschließen, was gefühlt jetzt hier wirklich auch hier das ebenfalls eine große Lebensaufgabe wird oder ist. Und du wirst es aber dadurch schaffen. Es sind vielleicht noch so ein paar emotionale Auf und Abs. Aber das, auch das wird ein Ende haben.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, diese Stapellegung hat euch gefallen. Mich würde eure aktuellen Gefühle und Gedanken zu dieser Legung sehr interessieren. Lasst es mich gerne unter diesem Video wissen. Und falls ihr irgendwann zurückkommt und sagt, Julia, da ist was passiert, ey, kommt jederzeit gerne zurück zu dieser Legung. Das würde mich brennend interessieren. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Dabeisein und ich werde jetzt rübergehen zu Stapel und Kristall Nummer 3. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Stapellegung Nummer 3. Für all diejenigen, die Kanelien Flame haben, da ist es wieder. Hat nur eine Stunde gedauert. Ja, ich weiß nicht, was man da sagt. Sagt man auch Kanelien auf Deutsch? Diese Flamme, muss ich eine kurze Geschichte zu erzählen, die war jetzt für einige Jahre nicht mehr in meinem Besitz. Ich hatte sie, habe ich gedacht, tatsächlich verloren und habe ganz oft in den letzten Jahren immer an diesen Stein gedacht. Denn für mich symbolisiert er Stärke und innere Kraft, das Sakralchakra. Und die hätte ich ehrlich gesagt gut gebrauchen können in den letzten Jahren. Wie auch immer, er ist jetzt wieder zu mir gekommen, aufgrund dessen, dass meine liebe Freundin Dani sagte, ja, der war damals bei uns im Van, erinnerst du dich noch? Du hattest ihn da vergessen und ich wollte ihn dir immer mitbringen und jetzt ist er wieder bei mir. Also innere Kraft und Stärke, Sakralchakra, natürlich auch Kreativität. Aber ich finde gerade dieses Orange ist sehr kräftigend, sehr stärkend und er kommt jetzt zum richtigen Zeitpunkt wieder zu mir. Also lass uns mal starten mit deiner Kartenlegung. Ja, was sind die wesentlichen Eigenschaften und Charaktermerkmale von deinem zukünftigen Partner? Was sind die wesentlichen Eigenschaften und Charaktermerkmale von deinem zukünftigen Partner? Und ich ziehe jetzt zuerst alle Karten, damit wir dann in die Legung gehen können, ohne Unterbrechung. Was sind die Eigenschaften und Charaktermerkmale? So. Welche Lernaufgaben, Hindernisse und Herausforderungen hast du noch vor dir, bevor du die wahre Liebe findest? Welche Lernaufgaben, Hindernisse, Herausforderungen hast du noch vor dir, bevor du die wahre Liebe findest? Die Orakelkarten, die packe ich hinten an, weil ich es total... Moment, da haben wir jetzt noch hier diesen Moment. Hopp. Weil ich es total schön finde, mit den Orakelkarten abzuschließen. Also ziehen wir jetzt schon mal die Abschlussbotschaften hier. Die packen wir dann auch gleich dorthin. So, auch hier nochmal. Die Karten sind alle von Rebecca Campbell. Ich habe gerade wirklich angefangen, diese Karten sehr zu wertschätzen und lieb zu haben. Also generell die Rebecca Campbell Karten. So, was sind die Botschaften hier? Okay. Und dann gehen wir als nächstes rein. In welche Veränderungen kannst du in deinem Leben vornehmen, um eine erfüllte Beziehung anzuziehen? Umgedrehte Karten nehmen wir nicht. Die werden also alle wieder aufrecht gedeutet. Was sind die Veränderungen, die du vornehmen kannst, um eine erfüllte Beziehung anzuziehen? Ah, wollten zwei raus. Okay, vielleicht gehören die auch zusammen. Schauen wir gleich mal. Dann ziehen wir jetzt Hinweise. Wie, wann oder wo wirst du deinen neuen Partner treffen? Kann uns Hinweise geben über Umstände, was gerade so los sein wird, über Orte, Zeiten. Gerade die Karten, die dann auch Zahlen drauf haben, können uns da ein bisschen weiterhelfen. Wo, wie, wann, unter welchen Umständen wirst du den neuen Partner treffen? Und dazu dürfen natürlich auch die Lenis nicht fehlen. Also, wo, wie, wann, unter welchen Umständen wirst du den neuen Partner treffen? Witzig, mir kommt gerade wieder das Bild in den Kopf, wo Dani und ich letztens auf einer Berghütte waren. Schauen wir mal, ob der Berg hier wieder auftaucht. Im Sonnenschein und etwas gegessen haben. Hm? Bei einer Freizeitunternehmung gegebenenfalls. Schauen wir mal. So, dann würde ich aber erstmal sagen, starten wir mit den wesentlichen Eigenschaften und Charaktermerkmalen.
Wir haben das Gericht, wir haben den Stern und wir haben die Prinzessin der Stäbe. Als Sternzeichen haben wir, und Sternzeichen sage ich immer in den Hauptelementen, also entweder im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus. Kann deine Person Wassermann sein oder ein Feuerzeichen, Löwe, Widder oder Schütze? Diese Person ist jemand sehr optimistisch. Also gerade Stern und die Prinzessin der Stäbe, das ist so wuhu, positiv, optimistisch, schaut in die Zukunft, ist zukunftsorientiert. Jemand, der vielleicht auch gerne neue Dinge startet. Ne? Also gerade Prinzessin der Stäbe ist natürlich begeisterungsfähig und mit ihrer Begeisterung zieht sie ganz, ganz viele auch in ihrem Bann und kann dadurch auch andere begeistern und motivieren. Und es ist so, wuhu, ja, lass uns das und dies und jenes machen. Es kann sein, dass die Person vielleicht ein bisschen jünger ist, weil wir hier die Prinzessin der Stäbe haben oder grundsätzlich jung und jugendlich geblieben, also dementsprechend wirklich noch diese Begeisterungsfähigkeit hat. Jemand könnte sehr offen, sehr neugierig, sehr möchte Neues erfahren, hat so einen Durst nach neuen Erfahrungen, möchte Neues lernen, aber ganz, ganz auf ganz physische Art und Weise. Also möchte nicht nur studieren, jetzt sage ich mal trocken Theorie studieren, sondern jemand möchte Dinge machen, möchte Dinge tun. Das ist ein Macher, Macher oder Macherin. Macht, initiiert neue Sachen, möchte Spaß haben. Die Person könnte unfassbar witzig sein, mit der kannst du lachen, Spaß haben, locker, ausgelassen sein. Aber wir haben eine gewisse Ernsthaftigkeit durch die Karte des Gerichts, weil mit dem Gericht geht es darum, dass diese Person schon vieles erlebt hat und so ein bisschen, also schon sehr gereift ist in dem Sinne, weil was bedeutet denn das Gericht? Eigentlich geht es darum, dass du Vergangenes loslässt, damit du wieder leichter wirst, damit du dein ganzes Gepäck nicht so von einer Erfahrung in die nächste trägst. Und da ist schon, muss ich sagen, mit der Karte des Gerichts eine gewisse Schwere. Eine Schwere, wo die Person gefühlt dabei ist, so das Alte loszulassen, um vielleicht auch auf eine neue Ebene des Seins aufzusteigen, auf eine höhere Schwingungsebene aufzusteigen. Beide Karten sind sehr zukunftsorientiert. Das heißt, jemand könnte, aber die Karte geht auch nach vorne. Das ist die einzige Karte, wo wir noch Anteile haben aus der Vergangenheit, die diese Person gegebenenfalls versucht loszulassen. Also diese Person könnte noch in einem Loslassprozess sein. Könnte noch so ein bisschen am Heilen, am Verarbeiten sein von einer vergangenen Erfahrung. Aber selbst wenn das der Fall ist, hat diese Person nicht den Optimismus verloren. Und das ist cool. Ich habe das Gefühl, diese Person kann dich wirklich zum Lachen bringen, kann dich motivieren, inspirieren und ist wirklich immer jemand, der positiv und optimistisch ist aufgrund des Sternes hier. Der Stern, lass mich nochmal weiter reinfühlen. Wassermann kann auch jemand sein, der sehr, wie sagt man das denn, humanitarian, also sehr Menschenfreund ist, ne? Jemand, der vielleicht auch sehr modern ist, der sich interessiert, was neue Technologien angeht, auch das wäre möglich grundsätzlich mit diesem Sternzeichen. Lass mich nochmal weiter reinfühlen, kriegen wir weitere. Ich habe das Gefühl, da ist eine Trauerphase gewesen im Leben dieser Person. Ich kriege hier irgendwie die Energie noch von Trauerphase. Auch der Stern sagt im Prinzip, dass im Leben dieser Person etwas passiert ist, wo die Person jetzt anfängt, wieder hoffnungsvoller in die Zukunft zu schauen. Hier ist also ganz viel Heilung auch. Und dieses, okay, eine Umkehr, die hier stattfindet von fokussiert auf die Vergangenheit sein und wieder offen sein für die Zukunft und für Neues. Das ist auch noch ein Vibe, den ich sehr stark bekomme. Kann natürlich auch sein mit dem Stern, dass jemand sehr spirituell ist. Ich habe aber das Gefühl, diese Person könnte durchaus ihre Spiritualität entdeckt haben durch eine Krise auf irgendeine Art und Weise. Ja, welche Lernaufgaben, Herausforderungen oder Hindernisse
hast du noch vor dir, um die wahre Liebe zu finden? Detours, oh Mensch, ja. Divine Intervention, Delays and Detours. Ja, es kann sein, dass es vielleicht noch den einen oder anderen Umweg gibt, wo vielleicht auch das Göttliche eingreift, und wo es göttliche Verspätungen und Umwege geben kann. Und das sagt mir, dass du gegebenenfalls die Lernaufgabe von, und ich mag es gar nicht sagen, weil ich höre euch schon, wie ihr im Chor gerade sagt, das Thema Geduld könnte für dich eine Rolle spielen. Zum einen, ja, aufgrund dessen, dass es hier vielleicht Umwege und Verspätungen geben kann und du dich einfach dadurch in Geduld üben darfst, aber auch im Vertrauen, dass es hier, wir haben hier die göttliche Intervention, ne? Das Göttliche greift ein. Das heißt, hier sind göttlich vorherbestimmte Umwege und Verspätungen, weil die irgendwie wichtig sein werden für dich. Und das erinnert mich so an den Gehängten. Der Gehängte, wo man erstmal sagt, oh, es steht erstmal still, jetzt hänge ich da erstmal. Und ich vergleiche das immer mit einer Metapher, die mir irgendwann gekommen ist zum Gehängten. Stell dir vor, du bist auf dem Weg im Wald. Es ist ein ganz schöner Tag und holala, tropsata, da bist du so unterwegs und plötzlich ist da ein ganz großes Hindernis und das versperrt dir den Weg. Und du kommst nicht drüber und du musst irgendwie einen Weg drumherum finden. Und während du den einzigen Weg drumherum findest, siehst du es blitzeln im Gebüsch. Und du gehst dorthin und findest einen kleinen Schlüssel. Und du steckst den einfach mal ein. Weil, warum nicht, ne? Und dann gehst du weiter und kommst am Ende zu einer Tür. Ist natürlich ein magischer Wald, das heißt, da ist halt plötzlich so eine Tür und da willst du ja durchgehen dann. Und diese Tür ist verschlossen. Wäre aber dieses Hindernis nicht dort gewesen und wärst du nicht diesen Umweg gegangen, hättest du nicht an der Seite diesen Schlüssel im Gebüsch gesehen. Weil dieser Schlüssel, den du dann eingepackt hast, ist der Schlüssel, der diese Tür öffnet. Sprich, Umwege und Verspätungen. Umwege und Verspätungen können dir wertvolle Lösungen, Einsichten und Erkenntnisse geben, die dir dann helfen werden und wichtig sein werden, um ein Ziel zu erreichen. Take a chance. Ja, das habe ich heute auch schon mal gesehen. Rana ist, okay, warte mal. Diese Karte sagt, hey, geh im Prinzip, nutze die Chance, geh ein Risiko ein. Du kannst in deiner Komfortzone nicht wachsen. Gehe ins Unbekannte und vertraue das Universum und go for it ist ran an die Buletten. Take a chance. Was ich da wahrnehme, ist, für viele, wenn diese Karte kommt, habe ich immer das Gefühl, dass du eigentlich dich gerne zurückziehen möchtest in deine sichere Komfortzone, weil du weißt, hey, hier zu Hause bin ich sicher oder hey, als Single bin ich doch eigentlich sicher und wenn ich jetzt wieder rausgehe und ich kann wieder verletzt werden, was ist, wenn ich wieder schon so ein Blödmann da ist? Und vertraue dem Universum. Vertraue auch deiner Intuition, sonst kommt die Bratpfanne. Aber es sind viele Stränge, die hier eine Rolle spielen, die wichtig sind. Und du musst wieder rausgehen, du musst wieder raus in dieses Unbekannte gehen, raus aus deiner Komfortzone. Vielleicht musst du sogar etwas machen, wo du sagst, oh, Bungee Jumping fand ich jetzt nicht irgendwie so toll. Kleiner Scherz. Aber rausgehen, vielleicht auch unter Leute gehen. Wieder sozial sein, ne? Also raus aus der Komfortzone, rein in die Welt im Prinzip und vertraue dem Universum hier. Aber die seltensten lernt man jemanden kennen, weil man zu Hause sitzt auf dem Sofa und wartet, dass es an der Tür klingelt. Also vielleicht ist das ja mal jemand passiert. Aber diese Karte sagt, hey, geh raus, ne? Vertraue dem Universum. Was haben wir hier? Ja, gucke, das ist das Ding. Eine Thematik für dich ist noch das Thema Ablehnung, Rejection. It's not you, so don't reject yourself. Rejection is divine intervention. Und divine intervention haben wir hier schon. Oh, meine Fresse. Ha, das ist ja aufregend. Also, erstmal geht es um das Thema Ablehnung. Du bist nicht schuld, also lehne dich selbst nicht ab. Dazu möchte ich was sagen. Auch ich habe viel Ablehnung auf die eine oder andere Art und Weise erfahren. Und irgendwann fragte ich mich, Mensch, warum werde ich damit immer wieder konfrontiert? Was ist das denn? Und ich habe eigentlich gemerkt in dem Moment, dass ich
mich selber abgelehnt habe. Nicht bewusst, aber unterbewusst bin ich immer wieder über mich selbst und was ich eigentlich brauche und möchte rübergegangen, um vielleicht eine Verbindung aufrecht zu erhalten und habe dabei mich selber abgelehnt, mich selber in meinen Wünschen, in meinen Bedürfnissen, was ich möchte, was ich brauche und vielleicht auch in meinen Werten, die ich gerne leben möchte innerhalb einer Partnerschaft oder Beziehung. Also hier ganz, ganz wichtig, wisse, schau mal, ob es vielleicht Situationen gab, wo mit Hand auf Herz du dich vielleicht selber abgelehnt hast. Und das Thema Ablehnung spielt hier für dich noch eine Rolle. Und das darf noch ein bisschen, da darf noch ein bisschen ja, dran gearbeitet werden. Gleichzeitig sagt diese Karte aber auch, und das ist so ein ganz schöner Spruch, dass Ablehnung ist göttlicher Schutz. Ablehnung ist das Göttliche, was eingreift und sagt, nee, nicht in diese Richtung. Wir schützen dich jetzt eigentlich, auch wenn es uns einmal schmerzhaft wird. Deswegen, was ich ganz, ganz spannend finde, ist hier, dass wir es zweimal haben. Es kann sein, dass du nochmal getestet wirst, bevor du diese wahre Liebe in deinem Leben bekommst. So ein kleiner Umweg, kleine Verzögerung, wo es nochmal um das Thema gegebenenfalls Ablehnung geht. Aber nicht im Sinne von, dass die Person dich ablehnt. Ich nehme es eher wahr als, hey, nimmst du dich selber jetzt an? Akzeptiere, weil das Gegenteil von Ablehnung ist Akzeptanz. Kannst du dich in deinem Prozess, wo du stehst, mit deinen Wünschen und Bedürfnissen und Werten so annehmen und sagen, das bin ich und dafür stehe ich und darunter nicht? Und so kann es für den einen oder anderen sein, dass hier vielleicht nochmal so ein kleiner Test kommt, wo du sagst, nee, die Messlatte ist jetzt hier oben, das bin ich, ich akzeptiere mich jetzt und kannst du diese Ablehnung umdrehen in radikale Selbstakzeptanz. Ich habe das Gefühl, das ist noch eine Lernaufgabe hier. Dann lass uns mal weiterschauen, welche Veränderungen kannst du in deinem Leben vornehmen, um eine erfüllte Beziehung anzuziehen? Hier hatten wir die ersten Karten. Ja, guck dir das an. Sozial sein, Party, rausgehen. Und nicht für jeden muss Party bedeuten irgendwie, na, also sei sozial. Dreh die gleich um, weil die ja zusammen rausgekommen sind und schau mal, was die gleich sagen. Aber die drei der Kelche sagt, hey, feier das Leben, mach Dinge, die dich begeistern, die dich erfreuen. Verbringe Zeit mit Freunden, das ist absolut das soziale Umfeld. Das sind Feiern, das Leben wirklich genießen. Wenn du die Energie von Freude in deinem Leben integrierst, dann wirst du mehr Freude anziehen. Was letzten Endes bedeutet, hey, mach mehr Dinge, die dein Herz zum Überfließen bringen. Und absolut ist der Aspekt hier auch. Und teile schöne Momente mit Freunden, mit lieben Menschen, vielleicht auch erstmal, um dich selber aufzufüllen, um deinen Kelch der Freude aufzufüllen. Aber es kann natürlich auch sein, dass es wichtig ist, dass du einfach ein bisschen sozialer wirst, ein bisschen mehr rausgehst. Die Acht der Münzen, Arbeit, okay, du sollst hier in irgendwas Arbeit reinstecken. Vielleicht sollst du Arbeit in soziale Kontakte und den Freundeskreis reinstecken. Vielleicht geht es für dich persönlich auch noch ein bisschen darum, dein eigenes Business aufzubauen oder so ein bisschen an den Finanzen zu arbeiten, damit du so ein bisschen Stabilität hast. Also die Acht der Münzen ist immer natürlich das Thema Arbeit reinstecken, um eine Situation weiterzuentwickeln. Wie gesagt, für manche geht es hier um den Freundeskreis, um soziale Kontakte etc. Vielleicht gibt es hier auch das Thema Arbeitskontakte, könnte auch etwas sein. Oder aber grundsätzlich das eine steht fürs eine und das andere steht für, hey, finde irgendwie ein gutes Gleichgewicht zwischen Freizeit und Spaß und Arbeit. Ne? Vielleicht ist es bei dem einen das ein oder andere ausgeartet und du sagst jetzt muss man eben ganz kurz gucken, ob ich noch aufnehme, tue ich hervorragend. Und es könnte sein, dass der ein oder andere, dass das so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist. Der eine ist vielleicht nur am Arbeiten, ist nicht mehr sozial und ist alleine isoliert. Der andere ist nur noch am Party, ich sag Party machen, ihr wisst, was ich meine, ne? Ist nur irgendwie unterwegs und es kann sein, dass es da wichtig ist, ein Gleichgewicht zu finden, die Work-Life-Balance so ein bisschen auszugleichen. Lass uns mal schauen, die beiden Karten sind zusammengekommen. Wir haben zwei Karten hier. Hier gibt es noch limitierende Glaubenssätze.
Die 8, also schon wieder eine 8, das ist spannend, weil 8 da grundsätzlich, es geht darum, dass es für dich darum geht, irgendwas weiterzuentwickeln, aber es gibt noch irgendwelche Gedanken, Glaubenssätze, die du auflösen darfst, weil dich hier irgendwas noch gefangen hält, irgendwas festhält. Dieser Glaubenssatz kann durchaus was zu tun haben, wenn wir es mal so schauen, was irgendwas zum Thema Ausruhen, Heilung. Eigentlich wäre das ja was Gutes, vielleicht hast du. Gibt es hier irgendeinen Glaubenssatz zum Thema Auszeit, Heilung, Erholung? Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht geht es auch darum, dass du dir eine Auszeit nehmen sollst, ein bisschen, was spannend ist, weil hier haben wir einmal die Work-Life-Balance und dann haben wir hier nochmal einen Fokus auf, hey, nimm dir Zeit wirklich, um zu heilen. Ne? Nimm dir eine Auszeit, gönn dir Ruhe, um zu heilen. Es gibt noch irgendwas, da steckst du noch ein bisschen mit fest. Vielleicht ist es einfach auch eine Geduldsfrage. Wir hatten das vorhin hier schon, ne? Irgendwas, wo du gerade das Gefühl hast, oh, das steckt fest, es entwickelt sich gerade nicht wirklich weiter, könnte sein, dass es einfach ein bisschen Zeit braucht, bis die Lage sich da auflöst oder stabilisiert. Ansonsten sind die 8 der Schwerter wirklich Gedanken und Glaubenssätze. Vielleicht hast du einen Glaubenssatz zum Thema Liebe und Beziehung, der dich gerade noch aufhält, wirklich die Liebe zu manifestieren. Prüfe das auch mal. Auch da kannst du in eine Meditation gehen und kannst Verbindungen zu dir selber aufnehmen und kannst einmal schauen, was sind denn die Glaubenssätze, die mich noch aufhalten, Liebe in mein Leben zu ziehen oder eine erfüllte Beziehung anzuziehen. Und dann schau mal, was da kommt, ne? Und bevor du das fragst, schau aber, dass du wirklich mal für ein paar Minuten tief ein- und ausatmest, dich in einen entspannten Zustand bringst und dann dich erstmal auf dein Herz fokussierst. Das ist was, was ich total gerne mache, weil es wirklich den Fokus ablenkt von äußeren Sachen. Ich finde, selbst wenn man einfach nur eine Atemmeditation macht, gerade am Anfang, ist es in der Regel so, dass einem tausend Gedanken durch den Kopf gehen. Dementsprechend würde ich immer noch was machen, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt ein paar tiefe Atemzüge. Das ist auch die Karte der Meditation. Witzig, raste ich aus. Okay, machen wir jetzt. Also, nimm ein paar tiefe Atemzüge. Und du kannst es auch. Wir haben jetzt bald den Vollmond. Und der Vollmond erhellt. Der erhellt das Dunkel und das, was noch im Dunkeln liegt. Und so kannst du vielleicht so ein kleines Vollmondritual machen, wo du sagst, okay, ich setze mich jetzt hin am Vollmond. Ich atme jetzt ein paar Mal tief ein und aus und fokussiere dann mein Herz, meine Aufmerksamkeit auf mein Herz, mein Herzchakra. Und ich stelle mir vor, wie an diesem Herzchakra sich meine Herzblume öffnet. Und was auch immer für eine Blume das ist, eine Fantasieblume, eine echte Blume, schau, wie sie sich öffnet. Die Rosenblätter, genau, die Blätter deiner Blume, wie es sich wirklich öffnet und wie in dieser Herzblume dein Seelenlicht, deine Essenz, welches der göttlichen Liebe entspringt, freigesetzt wird. Und wenn du in dieser Visualisierung bist, dann kannst du einmal auch dein Herz in den, oder beziehungsweise deine Hand auf dein Herz legen, um nochmal wirklich mit dir in die Verbindung zu gehen und dich zu spüren. Und kannst dann fragen, frage dein Herz, was sind die Glaubenssätze, die mich davon abhalten, eine erfüllte Beziehung anzuziehen? Und egal, was dir dann in den Kopf kommt, merk dir alles, schreib dir alles auf oder hab ein Aufnahmegerät dabei und sprichst dann einfach, sodass du das anhören kannst. Erstmal alles rauslassen, auch wenn es vielleicht keinen Sinn ergibt oder du sagst, schon wieder das Thema, ist ja klar, dass mir das als Erste in den Kopf kommt. Scheißegal, alles rausschreiben, raussprechen. Und dann schau mal, was sich da zeigt. Wie, wann oder wo wirst du einen neuen Partner kennenlernen? Oh, im Süden sind wir hier im Sommerurlaub. Ja, wir haben die Sonne hier. Ah, wir haben die Gerechtigkeit, wir haben den. Oh, ist das ein Ferngang? Ist das ein Kurs? Ein Kurs im Süden. Schauen wir mal weiter hier. So. Also, wir gehen erstmal auf diese Karten ein. Die Sonne kann natürlich auf den Sommer hindeuten.
kann auf ein warmes Land hindeuten, kann auf den Süden hindeuten. Der Bube der Schwerter kann ein Lehrgang sein. Du lernst irgendwas dazu, neues Wissen, neue Informationen, vielleicht einen Kurs. Und dann mit der Gerechtigkeit geht es grundsätzlich um Entscheidungen, die getroffen werden. Vielleicht geht es darum, dass irgendwas ins Gleichgewicht gebracht wird. Eine wichtige Entscheidung, die du triffst, vielleicht, wer sagt, ich nenne das erste, hast du hier einen kurzen Ferngang oder einen Lehrgang oder sowas. Vielleicht hilft dir aber auch, im Sommer könnte das etwas sein, dass du irgendwas machst, was dich ins Gleichgewicht bringt. Oder eine Entscheidung, die du im Sommer triffst, die sich gegebenenfalls entweder darauf bezieht, dass du etwas Neues dazulernen möchtest, einen Kurs, Weiterbildung, Ausbildung, oder vielleicht kommt irgendeine Nachricht im Sommer rein, eine Information, eine Nachricht im Sommer, welche dazu führt, dass du irgendeine wichtige Entscheidung triffst. Wir haben hier die Zahlen 19, 11, 4, 7 und 32. Wenn wir uns darauf beziehen, haben wir hier die mit der 4 den April, haben wir jetzt gerade. Das könnte 4 Wochen sein, das könnte 4 Monate sein, der 4. Monat oder der 4. eines Monats. Dann haben wir hier den 7. Das könnte der Juli sein. Das könnte in 7 Tagen, 7 Wochen, 7 Monate sein. Die 11 haben wir hier. Das kann natürlich 11 Tage, 11 Wochen, 11 Monate oder der 11. Monat sein, also November. Das heißt, wir haben als Monate jetzt erstmal April, Juli, November. Das könnten auch Monate sein, die irgendwie eine Rolle spielen. Vielleicht ist eins dein Geburtsmonat und das andere ist der Geburtsmonat deiner Person. In 4, jetzt, also das Ding ist, diese Legung ist ja universell gültig. Das heißt, du kannst diese Legung auch 2 Jahre nach Veröffentlichung schauen und sie hat eine Gültigkeit, weil du ja selber intuitiv wählst, welcher Stapel für dich im Hier und Jetzt eine Rolle spielt. Aber du kannst auch sagen, ab wo auch immer du gerade bist, ich nehme gerade im April auf, das heißt, in 4 Monaten könnte auch der August gemeint sein, was natürlich hier genau auch mit diesem Sommer eine Rolle spielt. Also ich habe das Gefühl, im Sommer wird eine wichtige Entscheidung getroffen. Was haben wir hier noch? Die Zahl 32 könnte eine Rolle spielen. 32 Tage haben wir jetzt nicht, also wobei nicht im Monat, aber es kann natürlich in 32 Tagen sein, 32 Wochen. Lass mich mal weiter reinschauen. Dein Privatleben könnte hier eine Rolle spielen. Wir haben das Haus hier, vielleicht dein unmittelbares Umfeld, der Ort, wo du wohnst, dein Zuhause, deine Familie könnte hier eine Rolle spielen. Oder vielleicht geht es für dich darum, dass das Thema Stabilität und Sicherheit hier irgendetwas ist, was eine Rolle spielt. Auch kann eine andere Frau hier eine Rolle spielen. Vielleicht gibt es ein paar Komplikationen zu Hause, im Privatleben, in der Familie. Das wäre eine Möglichkeit, wobei es auch einfach sein kann, dass eine Mutter oder eine Freundin oder eine Schwester hier, gerade weil wir hier das Privatleben haben, irgendwie eine Rolle spielt. Und dann haben wir hier auch noch den Mond. Witzig, Mond und Sonne hier. Na, der Mond steht natürlich grundsätzlich für die Emotionen, für die Gefühle. Gegebenenfalls könnte irgendwas auch ein bisschen kompliziert sein. Ne? Die Schlange hier, Komplikationen und Umwege im Bereich der, was ganz spannend ist, weil wir das Thema Umwege haben hier. Es könnte also noch eine kleine Komplikation geben, einen kleinen Umweg geben auf emotionaler Ebene hier. Vielleicht, weil du noch diese Ablehnungssache lernen darfst oder weil du hier noch einen Glaubenssatz auflösen darfst. Natürlich kann der Mond auch einfach für die Nacht stehen und wir hatten das tatsächlich auch vorhin schon mal, dass ich kriege immer mehr rein, Sommer wird irgendwie wichtig, weil hier eine wichtige Information reinkommt oder du eine wichtige Entscheidung triffst. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass eine andere Person hier eine Rolle spielt oder das Thema Heilen, Heilung, emotionale Heilung, sich emotional stabilisieren, könnte ebenfalls hier eine Rolle spielen, die quasi zu gewissen Umständen führt, wo du dann diese Person kennenlernen wirst. Und vielleicht triffst du diese Person abends oder nachts, aber eher entweder im Süden
oder im Sommer. Ja, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Ach, das guck dir das mal an. Das innere Kind, innere Mutter, Unschuld, Sanftheit und Zärtlichkeit. Ja, also gerade mit diesem Ablehnungsthema, das kann für manche von euch auch ein Mutterthema sein, haben wir ja auch hier. Aber es kann auch sein, dass es darum geht, dass du jetzt deine eigene innere Mutter bist, ne? Dass du deine eigene innere Mutter aktivierst, den Anteil von dir, der sich gut um dein inneres Kind kümmert und dass du sanft zu dir bist. Also noch ein bisschen innere Kindheilung könnte hier auf dem Programm sein. Nimm Verbindung mit deinem inneren Kind auf. Was da auch sehr schön ist, eine ähnliche Sache zu machen hier. Als Meditation gebe ich auch einmal weiter. Du kannst hier, wenn du diese tiefen Atemzüge nimmst und dich auf dein Herz fokussierst, kannst du dir vorstellen, dass dann in deinem Herzen eine Tür entsteht und du in diese Tür öffnest und in deinen Herzraum gehst. Und dann schau dich erstmal um. Schau, was ist in diesem Herzraum drin? Wie sieht er aus? Siehst du Dinge, die dort sind? Ist er auf eine gewisse Art und Weise dekoriert? Welche Farben siehst du? Nimmst du Gerüche wahr? Und dort in diesem Raum ist dein inneres Kind. Und nimm mit deinem inneren Kind Kontakt auf und schau einmal, was es braucht von dir, um sich sicher zu fühlen. Denn du hast jetzt die Verantwortung für dein inneres Kind. Nicht mehr die Mutter im Außen oder die Eltern im Außen, sondern es ist jetzt deine Verantwortung. Und dann schau einmal, welche Botschaften dein inneres Kind für dich hat. Dann haben wir den Wishing Well, der Wunschbrunnen. Unerwartete Geschenke, was sagt man denn, Kindness, Nettigkeiten und karmische Juwelen. Da könnte gutes Karma auf dich zukommen. Unerwartete Geschenke, jemand ist vielleicht sehr, sehr nett oder du bekommst hier einen karmischen Payout, also sprich gutes Karma. Vielleicht auch hier karmischer Ausgleich könnte auch hier sein, ne? Karmische Heilung, karmischer Ausgleich. Also karmische Juwelen sehe ich auch so, dass du vielleicht dich durch sehr große karmische Aufgaben durchgearbeitet hast und dass du aber jetzt diese Weisheit, diese Juwelen daraus ziehst und dass das etwas sein wird, was sehr wichtig ist, wo du sagst, boah, Mensch, auch wenn es irgendwie schwierig war in der Vergangenheit, so habe ich doch viel daraus gelernt und das ist jetzt ein ganz, ganz großes Geschenk. Und wir sehen hier so ein paar, ich habe das Gefühl, es sind Perlen tatsächlich. Und die Perle, die entsteht, indem in diese, wie sagt man, Auster, sagt man auf Deutsch, oder? Da kommt Schmutz rein. Und es ist quasi eine Schutzreaktion von dem Schmutz, der da reinkommt, dass diese Auster dann anfängt, oder Muschelauster, anfängt, diesen Schmutz einzuhüllen. Das heißt, eigentlich von einem Hindernis, von einem Störenfried, von etwas, was eigentlich schädlich gewesen wäre, entsteht diese wunderschöne Perle. Also auch da, ne, deswegen diese karmischen Juwelen empfinde ich tatsächlich für dich so, dass es etwas gab, was sehr herausfordernd war. Aber es hat sich dadurch für dich eine Perle der Weisheit geformt, die dich für immer verändert hat und die Teil deiner Persönlichkeit, deiner Seele ist. Und du kannst es jetzt wirklich mit dir tragen, in deinem Herzen tragen, weil du ganz, ganz Wichtiges dazugelernt hast. Und das könnte auf irgendeine Art und Weise noch wichtig sein. Vielleicht einfach nur hilft es dir, ein Verständnis zu haben für die Energien und Erfahrungen, durch die du gegangen bist. Ja. Kriege ich weitere Botschaften? Ich glaube, wir sind durch. In diesem Sinne hoffe ich, dass ja, dir diese Legung gefallen hat. Und lass mich gerne deine Gedanken und Gefühle wissen unter diesem Video zu dieser Legung. Und ja, dann freue ich mich, hin und wieder mal wieder eine Stapellegung hier für euch zu machen. In diesem Sinne, habt einen ganz wundervollen Tag, wann immer ihr dieses Video schaut. Und ich freue mich auf die nächste Legung mit euch. Thank you.